Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge StarCraft 2 Legacy of the Void Multiplayer. Nein, natürlich mit EU4. Portugal hat Ansprüche erhoben. Gefällt mir nicht. Aber wir werden so oder so in nicht allzu ferner Zukunft wieder in den Krieg reingezogen werden zwischen Spanien, Portugal und ja, uns. Ja, und pleite sein. Aber da auch. Wir den ersten Krieg gewonnen haben, habe ich jetzt tatsächlich Vertrauen in Geomundia. Unser Diplomatenkorps hat hart gearbeitet und unsere Interessen im Ausland repräsentiert. Ihre Bemühungen erlauben es uns, das Netz unseres Einflusses noch weiter zu spannen. Das ist sehr gut tatsächlich. Punkte brauchen. Weil wir haben viel zu viele Beziehungen. Anders als... Nein, das sage ich jetzt nicht. Mach keinen Vergleich mit dem Lehnsherrn unseres Landes. So. Geomundia gedeiht. Jawohl. Ja, macht nix. Und gleich ist die nächste Kolonie fertig, Zarok. Ach, hier oben waren ja noch Truppen. Habe ich vergessen. Wir machen Plusgeld. Ja, weil wir gerade 70 Euro eingenommen haben. Wir machen Plusgeld. Yay, ja, neue wir Kolonie. Wir machen Minusgeld. Jawohl, jetzt verdienen wir wieder mehr Nichtgeld. Das sind 9000, ein bisschen viel. Ich will mal ebenso. Portugal, das sunnitische Karibien arbeitet weiter an der Karibik. Im Gegensatz zum echten Karibien, was nicht in der Karibik liegt. Auch interessant. Ja, weil das ist ja einfach nur eine Ansichtssache. Oh. Wer sagt denn, wer hat denn überhaupt festgesetzt, dass die Karibik da ist, wo sie ist? Wer hat das festgelegt? Da gibt's bestimmt jemanden, der das festgelegt hat. Ja. Yeah. Horst Karibik. Wir haben eine Mission erfüllt. Das haben wir schon die ganze Zeit. Wir haben halt ein hohes Einkommen. Wir haben überhaupt kein Einkommen. Doch, natürlich haben wir ein Einkommen. 28,45. Wir haben halt nur hohe Ausgaben. Schlimm ist halt, dass wir auch so Sachen wie Jamaika und hier Dada, Bermuda, oh, Bermuda, müssen wir alles auch haben für das Achievement. Aber das ja, wird auf jeden Fall noch irgendwann schöne Kriege geben. Können wir denn nicht in Frieden? So ich will mit Frieden mit Spanien leben, solange bis wir ihre Provinzen brauchen, aber so mit dem anderen Gesocks hier brauchen wir das nicht. Wir können Frieden nehmen. Warum nehmen wir nicht Frieden? Weil wir keinen Diplomaten frei haben. Und die sowieso rebellen werden. Warum haben wir immer nichts frei? Wir haben weil ich mir neue Ansprüche frei. Machen muss. Wir haben einfach nichts. Das ist korrekt. Ja, kann man nach Hause. Guck mal. Wir können jetzt hier nach oben uns auch ausbreiten, ne? Nicht mehr nur Mexiko ist unser. Übrigens ist gleich wirklich Mexiko unser. Wir haben gleich ganz Mexiko. Kann man nach Mexiko gründen? Nee. In diesem Patch noch nicht. Im nächsten Patch müsste das tatsächlich gehen. Ich will aber wobei, das geht, glaube ich, nur, wenn wir eine Hauptstadt in Europa hätten. Mexiko ist nicht in Europa. Ja, aber dann gibst du alle anderen Sachen in Europa auf und wirst Mexiko. Das ist einfach nur Quatsch. So. Tja. Ne, damit ist Mexiko unser. Wir haben eine zu hohe Überdehnung. Macht nichts. Ich würde ganz kurz noch einmal hier mit hochgedrehten Armeeunterhalt kurz weitermarschieren. Aber nur kurz. Du bist auch nur kurz im Krieg und bist eigentlich seit 30 Stunden nur daran, irgendwelche anderen... Diese feindselige Propaganda. Ich habe langsam das Gefühl, sage es spanische Abgesandte. Spion. So. Erstmal wieder Autonomie erhöhen, damit wir noch weniger Steuereinnahmen kriegen. Wir machen jetzt mal das große Einwohnerausrotten von 1541. Natürlich.
damit das nicht gleich irgendwie wieder während der Kriege passiert. Interne Konflikte in Ungarn. Ja, das ist wichtig für uns. Absolut. Und Frankreich meldet einen Anspruch an die Bretagne an. Moment, ist die Bretagne nicht in Frankreich? Nein. Die Bretagne ist in Frankreich. Also, der streng genommen in der Region Frankreich. Ist es in Frankreich, aber wir sind halt hier noch unabhängig. Da wohnt Herzog François de Dreux. Und tatsächlich wird aktuell Frankreich von der Dreux, von der Königsgemahlin der ehemaligen, geführt, weil Henry von Hohenzollern noch nicht alt genug ist. Was macht denn der Kirchenstaat da unten, ne? Bei Frankreich? Ja, was macht der da? Viel spannender ist, dass Spanien offensichtlich die. Wobei Burgund ist gar nicht gefallen, aber sie haben es trotzdem geschafft, hier sich da niederzulassen. Spanien macht mir doch ein bisschen Angst, muss ich sagen. Wir haben Spanien schon einmal fertig gemacht. Wir sind vor Ming. Ja, die haben auch einen 190er Tech-Malus. Das heißt, die haben fast zwei Sachen, zwei wir Institutionen. Wir sind beim Kaiser von China. So, Militär. Spanien hat theoretisch einen Truppenlevel von 68. Und hat aktuell 36.000 Truppchens. Ohne die von Neapel mitgezählt zu haben. Bisschen schade. Ja, das ist eine leichte Diskrepanz. Das gebe ich unumwunden zu. Aber das wird sich noch ändern. Erstmal gehört jetzt Mexiko komplett uns. Mexiko! Hola! So. Ich würde sagen, wir werden uns auch jetzt erstmal nicht um Nordamerika, sondern eher wieder um Südamerika kümmern, ne? Kann man hier eigentlich im Spiel Castillo de Murcia einnehmen? Nein. Warum nicht? Ist doch ein Knotenpunkt von Matratzenherstellern. Nur weil die auf die Straße werfen. Wo ist denn hier Castillo de Murcia überhaupt? Ja, das könntest du jetzt mal in Erfahrung bringen. Ich gucke immer nach. Das müsste doch bestimmt. Aber Murcia gibt's doch irgendwo, ja, oder nicht? Castillo de Murcia. Murcia gibt's auf jeden Fall. Das ist hier unten. Hat auch eine Windmühle. Und ist das da? Das ist irgendwo bei der Stadt Burgos. Nee, das ist nicht da. Das ist eher. Burgos ist oben, so Richtung. Da. Ja, da bei Burgos. Genau, da ist die Stadt Burgos und da quasi im. Na, das ist tatsächlich davon, gar nicht so weit weg von Santiago de Compostela. Westlich davon müsste. Das ist dann, nämlich. Castrillo. Ziemlich genau. Ja, da ist dann irgendwo bei Palencia irgendwie so, genau. Das ist quasi so zwischen der Stadt Burgos und Palencia und León. Da muss eigentlich irgendwo da genau in der Mitte sein. Und da ist dann Castillo de Murcia. Und daneben ist Carrión de los Condes. Ja, und dann ist da ja auch Santiago de Compostela. Das ist hier irgendwo. Ziemlich genau im Knick müsste das hier sein. Oder vielleicht sogar hier? Nee, soweit bin ich nicht glauben. Hier, glaube ich. Ich glaube, hier war dann der Flughafen. Was ist denn da in der Nähe dann von Santiago de Compostela? Das müsstest du sehen, das ist eine ziemlich große Stadt. Das ist tatsächlich ziemlich groß. Ja. Santa Maria del Paramo habe ich gefunden. Noch weiter links. Über Pontevedra. Zwischen A Coruña und Pontevedra. Ja, könnte tatsächlich stimmen hier, ne? Warte mal, wenn ich meinen Google Maps mal so drehe. Es ist ein wichtiger Punkt, das müssen wir hier besprechen. Ja. Tatsächlich eher hier in dem, an dem Fluss quasi, glaube ich, ne? Da ist Porto Marin. Nee, das ist vor mir nicht, ne? Ich glaube, du bist nicht weit genug raus, du bist deutlich weiter links. Also fast an der Küste, ja. Da ist Santiago de Compostela, da. Das ist ja völlig weit weg von Castillo de Murcia. Naja. Du bist fast an der Küste. Wo ist denn Castillo de Murcia? Castillo de Murcia ist hier zwischen Burgos, Palencia und Leo. Also mehr Richtung Burgos. Ich guck mir das auch gerade mal an. Das sind wichtige Dinge, die müssen einfach geklärt werden. Wo werden die ganzen Matratzen hergestellt? Aber das ist ja komplett neben Burgos. Also wenn das die Hauptstadt Burgos ist, dann ist es tatsächlich hier so. Ja,
Castrio de Murcia. Ist da irgendwo ein Fluss in der Nähe? Die schönste Stadt der Welt. Da ist Valladolid. Das ist eigentlich jetzt... ja, nee, aber eher weiter nach oben als Palencia. Eigentlich muss das hier so sein, oder? Ich sehe auf der Maps-Karte da nicht unbedingt einen Fluss. Nee, der ist ja auch nicht eingezeichnet. Da ist übrigens Santander. Ich dachte, das wäre mal eine Bank, aber... Das ist der Ferrari-Sponsor. So. Ich gucke mir mal Fotos an von Castrio de Murcia. Das ist wichtig. Ich glaube, so viel ist da nicht, so wie das aussah auf der Map. Auf der Map. Doch, 20 Matratzen. Aber nur einmal im Jahr, oder wie war das? Ja. Für alle, die nicht wissen, wovon wir reden, es gibt eine genial daneben Folge. Über Castrio de Murcia. Nergurix war da auch schon. Nein. Guck mal, jetzt haben wir Geomundanisch Kolumbien hier. Natürlich. Wenn wir irgendwann hier die Lücke geschlossen haben, dann steht hier überall einmal nur Groß-Geomundia. Wahrscheinlich eher klein, wie ich das vermute, aber... Es gibt da tatsächlich Fotos, wo so Leute über so Matratzen springen. Oh. Alter, wie hoch unsere... Staatsschulden unsere sind. Unruhe ist wegen der religiösen Einheit und der leichten Überdehnung. Unsere Staatsschulden sind auch das, was scheiße. Ja, die interessieren ja keinen. Doch. Das Arbeitsamt. Das gibt's halt in diesem Jahr nicht. Nee, das Finanzamt. So, wann ist denn mal endlich wieder Zeit für einen Krieg mit Portugal? Kann doch nicht mehr so lange dauern, bis sie kommen, oder nicht? Oh, Korruption! Korruption! Ignorieren. Komm. So wie man es immer mit Problemen machen muss. Einfach ignorieren. So, wahrscheinlich hat jetzt wieder jemand unter diese Folge geschrieben, in dieser Folge ist nichts passiert. Wir haben einen so einen Kandidaten, der das jetzt immer macht. Wir haben unter anderem herausgefunden, wo denn nun dieses legendäre Örtchen Castrio de Murcia liegt. So. Und wo Composte Santiago liegt. Nee, nee. Uns interessiert eigentlich viel mehr Santiago de Chile. Das müsste irgendwo hier in Südamerika sein. Ich habe keine Ahnung. So, ja, ein bisschen Darlehensverlängerung macht ja nichts. So, wir müssen mal gucken. Ah, die sind mit Chimu verbündet. Wir müssen mal einmal gucken, ob Tayrona oder Karibien mehr Geld hat. Also Santiago de Chile ist weit weg von da, wo wir sind. Ja, da kommen wir aber auch noch hin. Das brauchen wir auf jeden Fall. Karibien hat 100 Euro. Nee, das ist Geomundia. Wir sind Geomundia. Wir haben 100 Euro, das stimmt. Die haben 161 Euro. Das ist schon mal nicht so wenig. Und wie heißt ihr da unten? Naiva. Naiva? Nein, Tayrona heißt. Ihr seid nur Naiva. Tayrona hat 156. Naja, auch nicht so viel weniger. Wir rennen da mal so unten hin. Wollt ihr mal guten Tag sagen, wie man das so als Kelchsleute macht. Kurz nochmal ein Darlehen verlängern. Ein bisschen weiter koren hier. Wie haben wir denn jetzt eigentlich? Immer noch 9, wieder 11. Schade. Kurzer Zwischenkrieg. Warum machen wir eigentlich diese ganzen Kleinstaaten weg? Oh, wir müssen die Meta einnehmen. Warum willst du denn so laufen? Warum das kann doch nicht kürzer sein. Rum? Das ist einfach nur Quatsch. Der Waffenstillstand mit Spanien beendet. Ich komme gleich wieder an. Aber mit Sicherheit. Wo ist denn Pirara? Wie heißt das? Ich kann es einfach nicht lesen, es ist zu klein. Pirar. Ja, da sind wir gleich. Also das Schöne ist, dass Spanien jetzt eigentlich nicht mehr hier bei uns in der Nähe ist. Sie haben halt trotzdem noch Ansprüche, keine Frage. Aber wir haben ihnen ja die komplette Kolonie abgenommen. Die kommen mit Schiff und Maus. Also deshalb könnte ich mir vorstellen, dass Isabel de Trastamara
aktuell nicht ganz so gut ich hier drauf stürzen möchte, aber ich weiß es nicht. Wir werden es erleben. Kann auch sein, dass uns Portugal in den Krieg zieht. Wir sind vorbereitet. Sage ich jetzt nicht nur, um einfach was zu sagen, damit unser Gegner vielleicht jetzt nicht angreift. So. Also, na gut, ist ja gut, man ist, wenn man kein Geld hat, kann man auch kein Geld verlieren. Wir haben aber jetzt wieder ein höheres Kreditlimit. Also wir können unsere Darlehen wieder umschichten bald. Und wer mich kennt, weiß, ich schichte gerne Darlehen um. Das kann er. Das ist der nächste Oktober 43. Also das studiert er wahrscheinlich auch im Geheimen, Kreditumschuldung. So. Den Studienfall. Hallo, wir haben heute die Ergebnisse von unserem Unternehmensplanspiel bekommen, wo wir sehr viel auf Pump finanziert haben und am Ende gewonnen haben, ja? Man muss halt investieren. Deshalb investiert jetzt in meinen YouTube-Kanal und kommt in die WhatsApp-Gruppe. Ich hab voll den fetten Mercedes. Weil die Gruppe ist der Hammer. Genau. Schickt mir einfach euer Geld. Dann mache ich den YouTube-Kanal zu und lebe davon. Das klingt doch nach einem Plan, oder? Ja. Man könnte meinen, das ist ein Scam. Was? Ein Unhold, wer davon redet. So langsam gehen uns unsere Kriegsziele aus. Ich mach mal hier oben auch nochmal was mit den Apachen. Mary die zweite Herbert ist jetzt auf dem Thron von England. Warum denn Herbert? Herbert ist doch ein schöner Name. Für eine Frau. Nachname vor allen Dingen. Aua. Ich meine, wenn wir nicht schon immer Mono hätten, hätte ich ja auch Herbert als guten Namen empfunden. Erstmal ein Darlehen zurückzahlen, dann können wir gleich wieder umschichten. Ach. Wir werden gleich wieder ein neues aufnehmen müssen. Ah, da hätten wir auch umschichten können, da war ich jetzt zu... wann kommt der nächste? 1. April. April-Scherz, dass die eine Darlehenszahlung hier haben wollen. Kaffee! Könnten vielleicht mal hier unsere Truppen, die ich nicht bezahle, einfach die Sachen einnehmen? Dankeschön. Das war 1. April, ne? So. Müssen wir einmal gucken, was hier so laut ist. Was ist denn so laut? Ich bin gespannt. Was ist da so laut? Einfach mal einen Trecker hier durch die Spielstraße gefahren. Trecker. Was ist bei Nergorik so laut? A. Weiß nicht. B. Ausgezeichnetes Jahr. Cyborg. Jawohl, einige unserer Getreidefarmen haben ein hervorragendes Jahr, weshalb wir mehr Truppen versorgen können. Dies erhöht unsere Soldatenanzahl. Das ist sehr gut. Das heißt, wir können gleich auch mal umschichten wieder. Also im Sinne von... Du mit deinem verkackten... Ja, dass wir Söldner entlassen und neue echte Leute einstellen, sozusagen. Echte Leute? Die KI hauen wir mal weg. Wir setzen uns wieder auf Menschen. Wie wir das einfach früher eingenommen haben als das, obwohl wir hier viel früher angefangen sind im Krieg. Ja, die Truppen da oben, die können das halt. Und die Truppen da unten, die sind scheiße. Warum habt ihr jetzt nur 10 Euro? Ihr hattet doch 100. Geben die uns 10 Euro, Zahlrohr. Kannst du das glauben? 10 Euro. Was man mit 10 Euro alles kaufen kann. Genau, kommt in die WhatsApp-Gruppe. Alles begann mit 10 Euro. Dafür kann man sich auch schon die Warchest für eine Rasse kaufen. Zeug sagen würde, oh, das ist ja alles viel zu teuer hier, alles gekauft. Nee. Ich hab mir das genau überlegt, ob ich das kaufe. Natürlich. So, meine Damen und Herren. Hier sind 3 Söldner drin. In Zahlen 3.
Hier sind viel mehr Söldner drin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das können wir uns nicht leisten. 1, 2, 3, 4. Ja, 4 reichen erstmal. Ich habe Angst, dass wenn ich die jetzt schon vorher entlasse, sofort Portugal ankommt. Deshalb warte ich, bis wir die fertig haben. Jetzt hat wieder hier jemand Freiheitsstreben. Freiheit. Schmeiheit. Kann Marius Müller-Westernhagen drüber singen, aber bei uns gibt's das nicht. Ja, auch ein Typ, ne? Ich hab da nicht so viel, die kenn ich gar nicht. Du bist doch hier der große Schlager-Fan. Ich kenn Leon, kenn ich. Hä? Wer ist denn Leon? Der ist der Sänger von Planet of Blue. Oh, der ist gut, ja. Das ist auch kein Schlager, das ist einfach Kunst. Okay, nee, das ist Ufter, Ufter, Ufter. So. Du kennst doch die ganzen Lieder nicht von der Ufter, Ufter, Ufter. So, und jetzt sind die auch noch fertig. Jetzt habe ich kurz Angst. Ufter, Ufter, Ufter. Wir haben auch nur noch 22.000 Truppen. Also müssen wir auch tatsächlich nochmal demnächst aufstocken. Aber wir machen nur noch einen Verlust und das, obwohl wir relativ viel noch koren müssen. Also habe ich gerade Hoffnung. Ja, bin ich gespannt, ob wir irgendwann mal wieder ins Plus kommen. Erstmal kommen jetzt die Rebellen. Da, so kommen wir nicht ins Plus. Das kostet uns wieder Truppen und ich muss den Armeeunterhalt hochregeln. Das gibt uns erstmal wieder einen neuen Kredit. Ich glaube, wir müssen bald mal gucken, dass wir den erstmal endlich annektieren hier. Jormund ist ein Gelehrter. Nee, Mono ist ein Gelehrter. Mono ist ein Gelehrter, das Mono wusste ich schon der, immer. Mono der Nixte. Ja, Effizienzüberlagen und damit sind auch unsere Choringkosten gesunken. Von unserem geilen Ideenbaum hier. Ja, Baum, ey. Alter, wie hart die uns hier schon wieder auseinandergenommen haben in der ersten Angriffsphase, ne? Verrückt. Ja, die sind halt gut. So. Es ist nur noch Muschia und Kimo übrig und Holland. Holland? Ohne Holland haben wir Südamerika. So. Guararana kommt als nächstes mit Laguneros. Da oben, oh Gott. Da habe ich ja nun gar nichts. Das ist jetzt eher suboptimal. Naja, mal gucken, vielleicht passiert ja nichts. Da sind sie. Das war so klar. Ja, rennen wir halt nach oben. Mein Gott. Das war gut. Ja, wir zahlen Darlehen zurück. Guck mal, wir haben Geld gemacht. Zalrock. Wir sind positiv. Oh ja, wir haben nur, aber auch nur noch 20 Darlehen. Nee, nur 11. Ja, macht's nicht besser. Und wir können auch noch immer weiter umschichten, weil hier sind sogar noch mit welchen 148 und wir können 321 aufnehmen. Ich glaube, wenn wir das alles zusammen machen, guck mal, hier unten ist jetzt übrigens Spanien wieder. Aber ja. Die da unten sind, haben die erstmal woanders was zu tun. Das ist doch gar nicht so schlecht. Hier oben. Nee, das ist gar nicht, das ist Schottland. Die Schottland-Schländer da, die Schotten in Plazenta. Schottland? Danach kommt noch Nabelschnur hier. Wo ist denn Uterus? So, Dänemark hat aber auch ganz schön Probleme, oder? Ich kenne Dänemark nicht so wirklich. Ich kannte nur das dänisch-deutsche, skandinavische, engländische Volk. Ah, wir können uns wieder mit ganz vielen Leuten verbünden. Mit Holland. Ja. Der Rest interessiert uns nicht, aber Holland ist jetzt auch noch nicht das, was ich mir so vorstelle. Aber vorstellen kann man sich vieles, vielleicht auch eine neue Folge. Keine Mali! Ahnung. Das war's für heute, ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich schaue beim nächsten Mal wieder vorbei. Hier oben rechts könnt ihr das Folge klicken und jetzt erstmal von mir und dann wieder einen schönen Tag. Macht's gut, tschüss!